So, hallo, mein Name ist Frederik Reichert. Ich bin Professor hier im Fachbereich Wirtschaft und Technik für Production Management und auch Nachhaltigkeit. Und in dem Modul Nachhaltigkeit 2 schauen wir auf die Produktionsperspektive und auf die Produktperspektive und wollen zwei große Themen behandeln. Das eine ist das Thema Lifecycle Assessment. Ja, das bedeutet, wie kann man ein Produkt oder einen Prozess messbar machen hinsichtlich Nachhaltigkeit? Das heißt, welche Umweltwirkung verursacht ein Prozess von der Entstehung der Materialien über die Nutzungsphase bis zum Recycling? Und dazu machen wir eine große Gruppenübung mit Hilfe einer Software, die nennt sich ganzheitliche Bilanzierung. Dabei können Sie ja schon sehen, kann man Produktflüsse, Prozessflüsse, Materialien aufnehmen und nachher die Umweltwirkung transparent machen. Und das Ganze möchte ich Ihnen dann auch noch ein Beispiel zeigen, am Beispiel einer Solarzelle. Wie nachhaltig ist eigentlich das Produkt Solarzelle, wenn man sich mal alles anschaut? Vom Anfang Rohsilizium. Aus Rohsilizium wird dann in einem späteren Punkt ein Wafer erzeugt, eine dünne Scheibe aus Silizium. Und nach diversen Beschichtungs- und chemischen Prozessen kommt dann die letztendliche fertige Solarzelle. Die wird natürlich dann auch im Modul verbaut. Und da ist die Frage, welche Fertigungsverfahren wurden dahingehend eingesetzt und wie und welche Umweltwirkungen werden damit erzeugt. Also, ich freue mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.